So, moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Single 17 auf Webserver Heide V2 in Video Nummer 2. Passt ja, ne? V2 in Video Nummer 2. So, ja, ich muss Wasser holen für die Kühe. Wer es noch nicht weiß, wir haben über 3000 Viecher, also Kühe. Und da dauert das halt ein bisschen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 10 Ladungen Wasser geholt oder sonst was. Aber erst nur 18%. Wir lassen ihn vorlaufen. Und wir machen hier Vorbereitung für unseren 6-Stunden-Stream. Wer es noch nicht weiß, am Dienstagabend, ich muss noch mal gucken, weil geplant ist morgen, Dienstag, ja, morgen, morgen Abend. Morgen ist Dienstag. Also morgen Abend, 6 Stunden. Ja, geplant ist ja in die Fahrschule zu fahren. Sprich, dann würden wir erst so 9:30 anfangen. Ja, schätze ich mal. Aber Problem wird sein, ich muss morgen Abend, das Video wird heute Abend mit Glück vielleicht noch rauskommen. Ich hoffe, wenn nicht, dann morgen früh, ganz früh. Ich hoffe, von morgen früh muss ich Winternichts machen, eventuell. Wir wissen es noch nicht, es soll noch Neuschnee kommen. Es kann ein Problem werden, dass wir vielleicht 6 Stunden nicht hinkriegen. Müssen wir noch mal schauen, weil wenn es nämlich die Nacht von Dienstagabend auf Mittwoch schneit, dann werde ich Mittwochmorgen Winterdienst auch machen. Ja. Also müssen wir schauen. Vor allen Dingen habe ich einen neuen Träger. Eigentlich wollte ich den hier vorhaben. Den können wir ja nochmal holen, oder? Aber den holen wir nochmal. Das ist ein 8. Das ist eine 8er Reihe vom Mod Hoster. Ja, nicht Toaster, sondern Hoster. Das ist ja auch eine 8er Reihe, aber es ist die neue 8er Reihe vom Mod Hoster. So, das ist voll gut. Dann müssen wir gucken, 6 Stunden Stream werden wir entweder, also mähen ist angedacht, auf jeden Fall werden wir mähen und ja, dann die Tiere versorgen, ne? Dann müssen wir die Tiere versorgen, sprich Wasser, Wasser kriege ich vielleicht selber hin, aber ohne Stream, ja, Futter müssen wir gucken, Stroh und so, das hier. Liebe Freunde, 8:24 von Argo heißt er. Richtig geiler Ding. Also der Sound ist geil. Wer schon neben Fan gestanden hat, habe ich ja. Ich stehe sogar jeden Tag neben zwei oder sitze auf zwei Trägern, zwei Fans. Der weiß, dass es ein geiler Sound ist. Das ist ein geiler Sound. Finde ich. Mit dem werden wir dann halt mähen und Silo fahren, denke ich mal. Mähen vielleicht mit einem 8 Dings. 8:20 mit dem anderen, den wir eben vom Striegler hatten. Und Silo fahren mit dem hier, denke ich mal. Also Problem wird sein, ich weiß es noch nicht. Silo fahren, liebe Leute, ob wir das mit Curseplay machen. Ja, also Multiplayer war ja eigentlich angedacht, aber ich habe mir schon gedacht, nächsten Tag müssen welche zur Schule, Leute. Also das, wir haben ja frei, beziehungsweise ich, bei uns, bei unserer Schule, die 9. Klassen, haben morgen und übermorgen Projektprüfungsvorstellung, also es ist eine Prüfung. Ja, man hat sich ein Thema ausgesucht, zum Beispiel meine Gruppe hat Milch, Thema Milch, das müssen wir vorstellen. Ja, es ist halt geil. Da haben wir 2 Tage frei, weil die schaffen ja halt nicht über 40 Schüler, beziehungsweise, ja, das sind ja nicht alle, also das sind alle, wir sind ja 2 9. Klassen, die schaffen ja nicht um bei 40 Schüler, das schaffen die nicht. Beziehungsweise ja ein paar Gruppen, das schaffen sie über einen Tag, ja. Also ich find's geil, muss ich ehrlich sagen, dass wir frei haben. Ich habe schon auf dem Hof gesagt, Leute, wenn das morgen früh schneit, ich bin dabei, wenn der Dienst ausruht. Ich fahre halt nur mit, aber wir streuen ja nicht, wir schieben ja nicht, ja? Aber ich fahre nur halt mit, das ist geil. Klar, ich würde morgen vielleicht müde sein, aber ein paar Kaffee geil und dann munter, ne? Müssen wir mal gucken.
Ja, ich werde versuchen, alle Wiesen jetzt gestriegelt zu bekommen bis morgen Abend. Ich kann euch das nicht versprechen, sonst müssen wir halt morgen Abend weitermachen. Aber macht euch da nichts draus, das ist halt so. Ja. Der Plan war ja gestriegeln und dann Dünger noch mal drauf, aber ich glaube, das reicht einmal striegeln. Gülle, ja, würden wir eigentlich auch aufkriegen, aber was machen wir, wenn wir gemäht haben? Gülle drauf, denke ich mal. Ich muss Gülle umfahren noch, auf jeden Fall. Muss ich noch mal schauen, wann wir das machen. Das morgen auch ein Stream machen. Leute, das sind 6 Stunden. Ich glaube, in 6 Stunden schaffen wir vielleicht Mähen. Ich würde ja direkt Mähwerke nehmen, glaube ich, die das in Schwad legen. Ich muss mir das nochmal überlegen. Sonst muss ich halt selber schwaden nochmal. Aber ich glaube, ich würde diesen Krone Big M würde ich nehmen, denke ich mal. Und dann haben wir auch diese Schwierigkeiten nicht. Da kann ich mir gleich häckseln. Dann wenn wir in 6 Stunden würden wir dann halt schaffen, vielleicht ja Kühe versorgen, Silos zusammenfahren, mähen natürlich, vielleicht auch Gülle umfahren. Das sind mal gucken. Ich habe eben erwähnt vorhin, dass es kann auch sein, dass weil wir Neuschnee kriegen. Das ist angesagt, dass ab morgen Mittag ein Sturmtief kommen soll. Also, ja, es könnte auch sein, dass wir die ganze Woche frei haben von der Schule. Weil es soll Sturmtief, wie gesagt, kommen. Wir sollen 20 cm Neuschnee kriegen. Also ich glaube, wenn die Schüler, die anderen Schüler von unserer Schule vielleicht Glück haben, dass sie morgen nach Hause geschickt werden. Aber das ist gut, es kann sein. Weil wir hatten einmal, dass die Busse nicht gefahren sind, mitten in der Schule. Also wir sind hingekommen, haben den Unterricht gemacht. Wir haben ja manchmal auch bis 2:30 Unterricht. Voll bekloppt, finde ich auch nicht gut, aber muss. Wir sind halt Abschlussklasse. Und dann um 12 Uhr spaziert unsere Schulleiterin rein. Also wir hatten Sport, glaube ich, um 12 oder sonst was war das. Ja. Liebe Schüler, die Busse fahren nicht. Ihr könnt zu Hause anrufen. Wenn eure Eltern euch abholen können, könnt ihr nach Hause. Ich so, warum hätten sie das nicht früher machen können? Beziehungsweise vor der Schule anrufen können, hier Telefonkette, hier Schule fällt aus. Ist, glaube ich, besser, als würdest du in die Schule fahren und sagen, hier Mutti, holst mich mal ab. Und Mutti ist bei der Arbeit. Hast du den ganzen Salat, ne? Naja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, also 6 Stunden, vielleicht auch in die 12. Aber ich denke nur so 6, 7 oder 10. Ein Titel wird sein, vielleicht 6 Stunden Livestream. Kann ich versprechen. Also, wie gesagt, wenn das halt Mittwochmorgen tatsächlich Schnee liegt, wieder neu Schnee, dann werde ich Winterdienst machen. Dann werden wir den Stream auch abbrechen. Kommt darauf an, wie viele Stunden wir haben. Wenn ich morgen Abend nicht zur Fahrschule fahren würde, weil ich nämlich am Überlegen bin, weil es drängt ja nicht, wenn das natürlich morgen tatsächlich so viel Schnee liegt, dass meine Eltern nicht fahren können, Leute, dann lasse ich das ausfallen, dann können wir Stream morgen früher starten. Ja, dann können wir lass mich lügen, um 8 anfangen. Ja, 8, ja, dann haben wir vielleicht die 5. Oder? Ja, wenn wir fahren um 4, fahren wir los mit Schieben. Wenn. Oder um 5. Müssen wir mal gucken. Knirsch. Ja, Mist, liebe Leute. Mist. Ja, hier haben wir unseren Güllewagen, hier haben wir einen Wagen schon reingefahren. Also sind da jetzt 19.500 Liter drin. Kubikmeter meine ich, sorry. Ja, hier haben wir Dünger gestreut und so. Also, haben gestriegelt und Dünger gestreut, haben gestriegelt? Nee, glaube ich nicht. Oder? Doch. Wasserkocher. Ja, ich fahre hier durch den Zaun, weil das besser ist, dann komme ich gut an die Tränke ran. Aber nicht so. Sorry.
So, Tante Ingrid muss da mal ein bisschen abhauen. So, wie ihr seht hier, 3563 Kühe. Also, und da geht auch Futter also rein. Wir müssen jetzt unbedingt, ich habe jetzt da, wo wir Getreide drauf haben, die Felder, die mir gehören, habe ich Gülle drauf gefahren. Und ja, müssen wir schauen, dass wir dann auch nicht Druck kriegen. Lab. Hier 88% noch. Also wenn bei 3400 Leute, dann geht das auch, da geht die Schwimmschicht aber hoch, du. Muss ich ehrlich sagen. So, mal GPS einstellen. So, anmachen, Gas geben. Ich glaube, das dauert maximal 1,5 Stunden. Mal gucken, bis ich alle Wiesen dann gestriegelt habe. Ich brauche nur noch viele. Es geht, ne? Brauche nur noch die 7, also jetzt die 6, die 7, die 22, 21, 20, 23, 18, ja, unten halt alle, ne? Glück. Mit Glück, liebe Leute. So, an dieser Stelle soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, ich versuche, dass ich das bis morgen Abend alles gestriegelt kriege. Ich meine, wir haben morgen früh haben wir ja noch frei und ja, gucken an, was wir auf dem Hof alles machen wollen. Aber ich glaube, wenn wir nichts machen, ne, um 1:30, um 11:45 muss ich in der Schule sein. Ja, und danach habe ich auch Zeit zum Striegeln. Ne? Also ich hoffe, dass ich das dann alles fertig kriege. Wenn nicht, dann seid mir nicht böse, dann müssen wir das halt im Stream weitermachen. Es kommt mit der Ernte mit zu. Und ja, dann, wenn euch das gefallen hat, dann natürlich gerne ein Träumchen da lassen. Abo wäre natürlich auch gerne drin, ne? Und sag ich, munter.